Hey und hallo zu Far Cry Primal. Ich habe mir ein neues Projekt ausgedacht und ich würde sagen, ich spiele einfach, weil ich überhaupt keine Far Cry Erfahrung hatte. Ich habe weder Far Cry 1, 2, 3 oder 4 gespielt. Das heißt, ich habe Far Cry 4 auf Xbox gespielt. Das ist aber absolut anders und gut, also ich glaube, mit der Steuerung habe ich hier so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich spiele das absolut blind erstmal. Ich kenne es gar nicht, nur von anderen Let's Plays und so. Gut, lassen wir es einfach überraschen. Untertitel sind deutsch und Durchsuchungsanimationen sind an. Und gut, wir starten hier einfach mal das Spiel und gucken mal, wie viele Speicherdaten überschreiben. Wir haben keine Speicherdaten. So. Ich denke mal, das meiste könnt ihr irgendwie selber lesen und ich lese euch nicht jeden Satz vor. Okay, das ist selbstredend. Wir leben im Jahr 10.000 vor Christi oder vor der Zeitrechnung in Mitteleuropa. Jo, ich wollte dem Typen einfach nicht dazwischen quatschen. Wir sind bei Ubisoft und kicken mal. Wollen wir mal sehen. Also ich warne euch einfach nochmal, ihr guckt hier einfach mal einem absoluten Noob zu und na gut, ich will mein Bestes versuchen und irgendwie werde ich ihn schon bewegen können. Also das sieht ja schon mal richtig cool aus, hier neben dem Mammut herzulaufen oder so. Ich weiß nicht, mit Mammuts haben wir natürlich jetzt dann weiter vielleicht noch nicht so richtig zu tun. Sieht ein bisschen fortgeschritten aus hier. Also ich kann hier auch nichts bewegen, es ist einfach mal noch Filmsequenz. Takar, das sind wir, das bin ich. So. Ah, jetzt kann ich hier meine Maus wackeln, drücke C und so weiter in die Hocke und das machen wir mal und dann gehen wir irgendwie mal hinterher. Da also folgen wir. Na also, da also. Huh.
Oh Gott, wo ist der? Ja, ja, Hilfe! Der zertrampelt mich. Ich muss dringend heilen. Also irgendwie bin ich unter diesem Vieh gelatscht hier. So, Steine mit Tee. Also wie gesagt, das war jetzt nicht so richtig. Und da waren wir wieder beim Thema. Ich hab da also verpasst. Das kann ja auch nicht beim ersten Mal klappen. Warum soll ich einfach mal an einem Mammut vorbeilaufen? Nein, ich laufe unter einem Mammut lang. Da ist es. Der kennt mich schon. So. Ein kleines Mammut wollen wir essen. Wollen wir es nicht erstmal fangen? Hi. Los. Bin ich immer noch gehockt? Ich weiß es überhaupt nicht. Da, kleines Mammut. Ja. Also ich höre jetzt auf zu hacken und renne mal hinterher und irgendwie so. Mit brennt Feuer. Oh, Feuer. Wo ist es? Los, auf ihn! Mit Gebrüll! Ach du liebe Scheiße. Zack, zielen und... Aha, daneben. Kopfschuss. Er wird wütend. Jetzt habe ich doch ein Speer. Ist hinten weggerannt. Ich brauche den nicht mehr vergeuden. Doch, ich muss noch mal. Der Arme. Eigentlich tut er mir ein bisschen leid, aber was zu essen brauchen wir auch. Oh je. Das war unser erster Checkpoint und ich frag mich bloß. Okay, gute Jagd, ja. Hm. Warum kann ich mir nicht die. Ja, sind alle zerbrochen hier, die Speere. Oh je, was war das? Tigri! Ein Drama! Appa! Ein Drama! Appa! Appa da! Ja! Wie gesagt, das ist Filmsequenz und ich kann dir nichts tun und wir gucken einfach nur zu. So, zack, da waren es nur noch zwei. Takar! Das war hart. Okay. Oh je. Jo, er hat uns zumindest noch die letzten Auftrag gegeben. Wir sollen die letzte oder die
verlorenen Vinjas finden, die nämlich in das Tal Oros gerannt sind oder gelaufen sind und gezogen sind. Und da ist es nämlich schön. Aber es gibt auch viele Feinde, weil wo es schön ist, gibt es viele Neider und Feinde. So, Oros ist nicht weit, aber der Tiger ist näher. Genau. Okay, wir müssen mal sehen, eine Fahrt nach Oros. Jetzt geht's los hier. Wir brauchen einen Bogen und wir müssen erstmal hier ordentlich Zeug sammeln, glaube ich. Okay, und ja, und ich habe hier sowas wie so eine Art Jägerblick, das ist auch ganz cool. Habt ihr das gehört? Irgendwas haben wir gehört. Ich weiß aber nicht was. Hier drüben sind irgendwelche Steine. Vielleicht so Feuersteinzeug und so. Gut, dann muss ich auch erstmal irgendwie in Erfahrung bringen, was ich denn damit überhaupt mache. Was will ich mit Schilf? Hier ist Schiefer. Mit Schiefer können wir dann nämlich irgendwie, Jägerblick, okay. Aber ich glaube, mit Schiefer kriegen wir den Feuerstein und, ich glaube, das können wir gut gebrauchen für die Pfeile und so. So, Schiefer habe ich. Ich habe doch gedrückt hier. Okay, das ist erstmal die einfache Lösung hier. Mir geht es irgendwie schlecht und es blinkt unten meine Lebensanzeige. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem ganzen Schiff soll. So, das Holz brauche ich, um einen Bogen zu bauen. Beziehungsweise die Pfeile, die dazugehören, die laufen ein Stück zurück, weil ich nehme jetzt auch noch das Holz mit. Stelle einen Bogen her und drücke I, um das Menü zu öffnen. Okay, dann bauen wir uns mal einen Bogen. Das muss wohl der sein. Yuppie! So. Cool. Also irgendwie, ich bin ja immer wieder begeistert, auch wenn ich nur einen Bogen baue. Und wir machen jetzt... Ach, jetzt baut er. Jetzt kann ich wieder nichts machen. Wir werden jetzt natürlich unseren Jägerblick anwenden und mal gucken, ob wir irgendwas irgendwie zu essen finden oder irgend sowas. Denn wir haben auch nichts zu essen in der Tasche. Okay, ich bin begeistert. Jetzt jage ich, brauche Essen für Stärke. Na logisch, ein bisschen Schilf holen wir jetzt auch noch. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich mir ein Kleidchen ausnähen oder um effektiv zu sein, bücken. Ja, das hatten wir schon mit dem C-Ding und so zum Ducken und halte V für den Jägerblick, ist okay und geh nicht zu nah ran, einige Tiere fliehen, wenn sie dich entdecken. Gut, das ist auch irgendwie einleuchtend, ne? So, ich glaube, wir müssen aber... Wo waren wir denn jetzt? Wir kommen von da. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich herkam. Ich glaube, hier, ne? Hier müssen wir lang. Oder ist das die falsche Richtung? Hier lang? Ich weiß es nicht. Ach, einfach irgendwo. Wir gehen einfach mal irgendwo lang. Wo werden die Ziegen schon sein? So, wo ist das Holz? Hier. Zack, cooles Holz. Kuckuck. Auf alle Fälle haben wir hier unseren Blick. Und da wird schon irgendwo eine Ziege geben hier, die sich bereit erklärt, sich uns in meinen Weg zu stellen oder so. Jetzt war die Rückwärtstaste. Also diese Holzdinger finden wir ja genug, aber ich weiß nicht, ich habe schon irgendwie mal gehört, dass man die unendlich braucht, weil wir ja auch da, na, Waffen bauen und ich drücke immer die Rückwärtstaste, nachdem ich... Jetzt, pst! Okay. Habe ich noch 4 Holz zu sammeln? Habt ihr gehört, ja? Also irgendwo. Die läuft genau vor meiner Nase. Das ist ja cool. Da sind noch mehr. Wir lassen die eine laufen. Und ich duck mich hier mal. Ob ich die gut treffe? Vorbei. Ist die doof?
Wo muss ich denn da hin treffen? Ich treffe an dem Vieh vorbei, also ich treffe die gar nicht. Jetzt, jedes Mal, wenn ich drauf bin, läuft die los. Ich nehme mal die hier. Warum stelle ich mich eigentlich so dämlich an? Ich habe sie zumindest getroffen. Eine habe ich. So, und die verfolgen wir jetzt. Weil die fällt nämlich gleich um. Zack. Gut. Warte mal, hier ist doch wieder so ein Schieferzeug. Und dann werden wir schon die anderen finden. Nee. Jetzt bin ich irgendwie dran vorbeigelaufen, keine Ahnung. Na gut, lassen wir es. Schiff nehmen wir mit. Bin ich immer noch geduckt? So, hier sehen wir, wo die Ziege lang gelaufen ist und kommen wir direkt an einem Holz vorbei. Ja. Steh mal auf. Ah, nicht abhauen. Das ist aber nicht die Verletzte, wa? Ach, guck mal, hier ist er doch. Ich sag doch hier. Cool. So, Ziege häuten. Zack, Nummer 1. Und heilen und das ist wahrscheinlich auch Essen und keine Ahnung, was das alles ist und gucken wir mal. Ja, sieht gut aus. Ich habe noch 3 Pfeile, hat er mir gerade angezeigt. Was ist das? Da drüben sehe ich auch einen. Okay. Steh mal auf, wo sind die nur wieder hingelatscht? Hier vorne. Die ist da oben irgendwie lang, habe ich gesehen. Okay. Alle wild durcheinander. War hier oben oder eine? Es ist ja gar nicht so einfach, diese blöden Ziegen hier zu. Ach so, das ist sowas. Ich dachte, das ist auch eine, aber es ist keine gewesen. Okay, das klang schon ein bisschen nach Raubtier. Ich habe erst eine Ziege. Ich habe noch gar nicht so viele. So, aber irgendwie habe ich schon zumindest gedacht, dass wir hier noch alles zusammenkriegen heute. Wäre schon cool. Ist aber gar nicht so einfach. Und schon gar, wenn man so ein Scharfschütze ist wie ich, hier, der eigentlich lieber Sims spielt, anstatt irgendwelche Tiere zu erschießen. Also, aber das ist ja erstmal unsere Hauptaufgabe hier. So, ich brauche mal irgendwie ein bisschen sowas. Ah, immer wenn ich die sehe, ist so eine Scheiße. Steh mal wieder auf, du siehst die ja gar nicht. Ah, jetzt ducke ich mich. Kriegen wir jetzt 2 zugleich? Die sind viele abgehauen. Ich sehe gar nichts. Die rennen wirklich vor uns her. Letzter Fall. Blöd.
Wieso letzter Fall? Können wir keine. Müssen wir welche bauen? Ich weiß auch nicht, ob ich treffe. Aha. Wenn ich mich ducke durch dieses blöde Gras, sehe ich die auch nicht. Vor allem, wenn du zielst, läuft das Vieh los. Ja, das war klar. Ja, guck mal, hier ist er doch. Oh. Nicht schlecht. Da ist er auch. Kopfschuss. Okay, das war ein Treffer und jetzt rennen wir hinterher. Aber ich weiß nicht wohin. Aber warte mal, ich habe da irgendwie eine coole Ahnung. Das Vieh wird dann irgendwo hier. Ich kann mir das Schilf mal mitnehmen hier. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so schlau ist. So. Jetzt suchen wir noch die Spur. Die war hier drüben irgendwo. Oh, hier ist es doch. Das ist lustig. Okay, also. Ich glaube, da ist Ziegerhäuten. Hurra! Und Kuh. Wir haben ein paar Pfeile zum Bauen. Und das geht hier irgendwie auf diesen. Ja, mal kicken. So, 8 Munition ist voll. Das reicht erstmal. Und jetzt, naja, eh eine Ziege. Also es dauert ja ewig hier, ehe ich meine Ziegen jetzt zusammen habe. Dafür höre ich schon die Raubtiere und es wird sowieso bald dunkel und müssen wir irgendwie aufpassen. Ja, zu lange sollten die Parts auch nicht werden. Das finde ich dann blöd. Also, irgendwie bin ich nicht dafür. So, jedenfalls suchen wir jetzt die eine Ziege noch und die kriegen wir auch hier heute in diesem Part. Da. Alles da. Gesehen. So weit läuft die hoffentlich nicht. Schieß meinen Arsch. Ich glaube, jetzt haben wir einen Pfeil daneben geschossen. Na? Oh. Ich hab mal nur Blutlachen zum Hinterherrennen. Aber das ist schon mal eine coole Idee. Dass wir diesen Sachen hier irgendwie folgen. Und auf der kleinen Karte sehen wir dieses Kreuz. Was eigentlich auch mehr oder weniger bedeutet, dass, glaube ich, da irgendwie dann das Tier liegt. So, und wir gehen mal den Kreuz nach und da blinkt's schon. Da ist unsere Ziege Nummer 3. Wunderbar. Oh. Ich bin ja der Oberförster hier heute. So, richtig. So, und bevor wir uns Schutz suchen, würde ich sagen, beenden wir den Part hier an dieser Stelle und. Denn da hinten hört sich's gar nicht gut an. Okay, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und lasst euch gut gehen. Tschüss.